Es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre ich in einem Traum oder so. Ein Rauschzustand mit krassen Halluzinationen. So stellt man sich einen LSD-Trip vor. Und so ist es auch, aber auch ganz anders. LSD ist die bekannteste psychedelische Droge. LSD verstärkt einfach das Erleben. Das heißt, alles, was außerhalb von dir passiert und alles, was in dir passiert, also auch Gedanken, Gefühle, das alles wird verstärkt. In den 70ern als Todesdroge dämonisiert, feiert LSD in den letzten Jahren sein Comeback. Die einen nutzen es für die Persönlichkeitsentwicklung. Das war für mich eine der wichtigsten Erfahrungen in meinem ganzen Leben. Ich wusste nicht, dass das geht. Andere sehen ein großes medizinisches Potenzial. Es ist schon ein Mittel, was jetzt nicht nur auf 3% anwendbar ist, sondern eher auf 80%. Ich frage mich, wie LSD wirkt, welche Chancen und Risiken die Substanz wirklich hat und wie sich so ein Rausch anfühlt. Dazu mache ich das Selbstexperiment und werde an einer LSD-Zeremonie teilnehmen, die ein bisschen anders verlaufen ist, als ich dachte. Dieses Video dient zur Aufklärung und soll nicht zum Konsum von Drogen anregen. Das hier ist Albert Hoffmann. Er erlebte 1943 ungeplant den ersten LSD-Trip der Geschichte. Auf der Suche nach einem Kreislaufmittel stellte der Chemiker aus Mutterkorn, einem Pilz, der Getreide befällt, Lysergsäure-Dithylamid her. Kurz LSD. Nach einigen klinischen Tests wird LSD zunächst in der Psychiatrie eingesetzt. Aber auch der amerikanische Geheimdienst experimentiert mit LSD auf der Suche nach einer Wahrheitsdroge. Ohne Erfolg. Ziemlich schnell gelangt LSD auch in die Hippie-Bewegung. Als der Konsum immer stärker um sich greift, wird LSD schließlich in den meisten Ländern verboten. Die Effekte von LSD sind neben der Dosis stark von Set und Setting abhängig. Set bedeutet das Mindset. Man sollte seelisch und körperlich in guter Verfassung sein, denn LSD verstärkt die Gefühle und Gedanken, die schon in einem sind. Kurzer Spoiler, das habe ich bei meinem Trip auch erfahren. Ich habe ja mit Magic Mushrooms schon Erfahrungen mit Psychedelika gesammelt und mich danach intensiv mit LSD beschäftigt, deswegen fühle ich mich ganz gut vorbereitet. Trotzdem muss ich sagen, dass ich ein bisschen Respekt vor der Länge des Trips habe. Der kann nämlich mit 8 bis 12 Stunden schon ziemlich lang dauern. LSD ist keine Partydroge und man sollte das auch nicht mit vielen fremden Menschen nehmen. Das wäre krass überfordernd. Als Setting habe ich ein schönes, gemütliches Haus mitten in der Natur gemietet. Hier sind wir komplett ungestört und können uns während des Trips sowohl drin als auch draußen aufhalten. Ich sage wir, weil ich bei dem Trip natürlich nicht alleine bin. Man sollte immer eine Person dabei haben, die sich gut mit der Substanz auskennt. Mich begleitet Jascha von Set & Setting. Er betreibt auf seinem YouTube-Kanal auch Aufklärungen zu Substanzen und veranstaltet psychedelische Retreats. Warum bist du ein guter Trip-Sitter? Ich glaube, das Wichtigste für einen Trip-Sitter ist, dass der Trip-Hände dem Trip-Sitter vertraut. Und es hat sich so gezeigt, dass ich scheinbar vertrauenserweckend bin. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich selbst diese Räume schon sehr oft gesehen habe. Ich habe es halt hautnah miterlebt, was so eine Substanz in dir verändern kann. Bei mir hat sich super viel verändert und sehr viel Erfüllung ist in mein Leben gekommen, die ich vorher noch nicht gespürt habe. Viele Menschen benutzen psychedelische Substanzen wie LSD nicht nur für einen spaßigen Rauschzustand, sondern zur Persönlichkeitsentwicklung. Dafür gibt es sogar einen Begriff Psychonautik. Wie der Astronaut das Weltall, erforscht der Psychonaut die eigene Psyche und das Unterbewusstsein. Das ist erstmal vor 6 Jahren gemacht und das war für mich eine der wichtigsten Erfahrungen in meinem ganzen Leben. Ja, weil ich eine Erfahrung gemacht habe, die mir gezeigt hat, wer ich eigentlich wirklich bin. Oder mir besser gezeigt hat, dass die Person, die ich bin, so tagtäglich, das ist immer so ein Stück Fake. Und auf Basis dieser Erfahrung habe ich dann viel geändert von meinem Verhalten oder von der Person, die ich bin. In meinem Selbstexperiment möchte ich diesmal auch nicht nur die reine Wirkung erleben, sondern ich möchte auch ausprobieren, ob ich LSD für meine Persönlichkeitsentwicklung nutzen kann, so wie Jascha das auch getan hat. Dazu hat Jascha mir gesagt, dass ich mir eine Motivation überlegen soll. Also, was möchte ich durch den LSD-Trip erreichen? Ich möchte wissen, was mir wirklich wichtig im Leben ist. Wie ich mehr ich selbst sein kann. Ich glaube, das ist was, mit dem ich vielleicht noch Probleme habe, dass ich mir oft Gedanken darüber mache, was andere Menschen über mich denken oder so. Ich bin einfach voll gespannt, wie das wird, so eine geführte Erfahrung zu machen. Ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man das alleine oder nur mit Freunden macht. Bei unterschiedlichen Dosierungen können unterschiedliche Effekte auftreten, wobei die Effekte sowieso von Person zu Person unterschiedlich sind. Das heißt, meine Erfahrungen könnt ihr jetzt nicht so leicht auf euch übertragen. Ich werde eine volle Dosis, also zwischen 100 und 200 Mikrogramm einnehmen. Gibt es denn eine Überdosis bei LSD? So eine sehr, sehr hohe Dosierung bei LSD liegt bei 1000 Mikrogramm zum Beispiel. Das ist wirklich unglaublich hoch, das würde ich auch niemandem empfehlen. Das ist völlig verrückt, also ich würde es auch nicht machen. Und das ist ja nur 1 Milligramm. Wenn man in den höheren Dosisbereich geht, ist die Erfahrung nicht mehr gut kontrollierbar. Es treten auch eher psychotische Erlebnisse, wahnhafte Ideen auf, sodass man davon abraten muss. Aber es gibt jetzt nicht diese Überdosis, bei der du einfach stirbst. Weil es ist
eine sehr psychische oder eine rein psychische Substanz. Also lediglich deine Psyche wird extrem verändert. In der Regel wird LSD auf Papierstücke geträufelt und dann als Trips oder Pappen verkauft. Jascha hat für mich einen Becher vorbereitet, in dem das LSD gelöst ist. Jetzt werden wir die Medizin, das LSD einnehmen und kannst das dann einfach langsam trinken. So, ich habe das LSD eingenommen. Jetzt dauert es ungefähr 30 Minuten, bis die Wirkung einsetzt. In der Zwischenzeit können wir uns ja mal die Risiken anschauen. Wie sehen die bei LSD aus? Wenn man sich das Schadenspotenzial geläufiger Drogen anschaut, liegt LSD auf einem der untersten Plätze. Verglichen mit anderen Drogen ist LSD also eher ungefährlich. Auch eine Abhängigkeit von LSD gibt's nicht. Es bildet sich nämlich eine Toleranz aus. Das heißt, man müsste an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die doppelte Menge zu sich nehmen, um den gleichen Effekt zu spüren. Aber darauf haben Konsumenten in der Regel auch gar keine Lust, weil so ein LSD-Rausch schon ziemlich anstrengend ist. Aber besonders von einer Gefahr hört man immer wieder. Kann natürlich passieren, dass du eine negative Erfahrung hast. Viele Menschen sprechen auch von einem Bad Trip. Es war irgendwie voll schrecklich, du hattest die ganze Zeit Angst und hast dich in dein Bett verkrochen zum Beispiel. Jeder Zehnte hat mit Sicherheit schon einen deutlichen Horrortrip erlebt. Von daher, es passiert auch schon öfters. Wenn das nach hinten losgeht, kann das schon ganz schön arg nach hinten losgehen. Man muss sich auch vorstellen, man ist ja 8 Stunden damit befasst. Ne? Wenn jetzt jemand vielleicht sowieso schon viele unterschwellige Ängste hat, die er gerade eben noch so ganz gut für sich kaschieren kann, dann kann es natürlich auch mal zu einer starken Angstreaktion kommen. Ja, und kann wirklich also auch der stärkste Angstzustand sein, den man überhaupt vielleicht in seinem Leben dann mal erlebt hat. Das heißt, ich würde sagen, es ist wichtig, dass die Person, die das macht, einfach gefestigt ist, wirklich so mit beiden Beinen im Leben. Kann LSD denn eine Psychose auslösen? Es ist nicht so, dass LSD Psychosen erzeugt, sondern es ruft sie hervor bei den Leuten, die eine Veranlagung haben oder bei denen schon bekanntermaßen eine Psychose als Erkrankung besteht. Nachdem ich das LSD eingenommen habe, haben wir erstmal eine kleine Meditation gemacht, dann habe ich eine Schlafmaske angezogen und mich hingelegt und dann ging es schon so langsam los. Und auf einmal merkst du so, irgendwas ist hier im Busch. So, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann fängt es halt so ganz langsam, aber schleichend an. Das ist wie so eine Kurve, die langsam nach oben geht. Ich lag also so da und habe gemerkt, wie das LSD so langsam anfängt zu wirken. Meine Sinne wurden so langsam geschärft. Als erstes habe ich das beim Hören gemerkt. Ich habe auf einmal alle Geräusche verstärkt wahrgenommen. Jede Bewegung im Raum, aber auch die Hühner auf dem Nachbargrundstück oder die Autos auf der Straße ein Stück entfernt. Ich habe auf einmal alles wahrgenommen. Wir kennen es zum Beispiel, wir stehen an der Kasse und um uns herum passiert eigentlich richtig viel. Es reden Leute, es passieren Geräusche, die ganze Zeit beep, beep, rechts, links, überall passiert was. Aber wir sind so in unserem Film, dass wir das gar nicht mitbekommen. Und das verändert sich dann bei LSD, dass auf einmal alles nur noch auf uns hereinprasst. Auditiv zum Beispiel auch, und wir alles plötzlich hören. Und das kann natürlich sehr schön sein in einem guten Setting, in dem wir uns sicher fühlen und das möchten, aber dann auch überfordernd sein, wenn wir jetzt in einem Setting sind, in dem wir uns eigentlich nicht so wohl fühlen und auf einmal passiert so ganz viel. Vor allem habe ich natürlich die Musik verstärkt wahrgenommen. Die war auf einmal so intensiv, dass ich die Musik nicht nur mehr gehört, sondern richtig gefühlt habe. Dabei wurde auch meine Fantasie angeregt und vor meinem geistigen Auge sind auf einmal passend zur Musik irgendwelche fantastischen Bilder entstanden. Also das ist super schwer in Worte zu fassen, aber das war echt verrückt. Das sind die sogenannten Synästhesien. Dass die Erregung eines Sinneskanals, zum Beispiel des Gehörs, durch Musik zur Anregung eines anderen Sinneskanals führt. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Musik höre, habe ich auf einmal irgendwelche Formen vor Augen. Das hat sich so angefühlt, als würde ich eine Reise in mich selbst machen, also eine Reise in mein Unterbewusstsein. Wenn man die Augen geschlossen hat, sind es halt mehr innere Prozesse. Diese gesteigerte Imaginationstätigkeit, das beschleunigte Denken, aber das wiederum alles integriert auch mit den Gefühlen, das macht eigentlich die markanten LSD-Wirkungen im Kern aus. Aus diesem Zustand wurde ich dann sanft von Jascha geweckt. Als ich die Augenbinde hochgezogen habe, war ich erstmal voll überwältigt. Wo bist du gerade? Auf einmal kamen voll diese visuellen Effekte vom LSD dazu, also diese Pseudo-Halluzinationen. Die Farben waren auf einmal viel intensiver. Jaschas Gesicht hat sich so ein bisschen verzerrt und an der eigentlich weißen Decke haben sich so Mandala-artige Muster gebildet, die sich bewegt haben. Es fängt an, solche Tracers zu geben, dass alles ein bisschen schlierend sieht. Das liegt auch daran, dass unser Gehirn einfach nicht mehr so gut im Interpretieren wird. Das ist eine Glühbirne, ah, die sieht so aus, so, genau so muss die aussehen, das kenne ich. Und wenn diese Funktionsweise unseres Verstands nicht mehr so gut funktioniert,
dann sind wir natürlich so, wie sieht die Glühbirne aus? So, so, so. Natürlich sind gerade diese visuellen Effekte super beeindruckend, weil das ja was ist, was man so normalerweise nicht sieht, aber die sind auch nicht die ganze Zeit da. Also bei mir sind die immer mal wieder gekommen und gegangen und die meiste Zeit waren die auch gar nicht so stark. Außerdem war mir die ganze Zeit bewusst, dass diese Effekte nur vom LSD kommen. Aber es sollte ja auch nicht nur um visuelle Effekte gehen, sondern ich hatte mir ja vorher Fragen überlegt, über die ich mal in einem anderen Bewusstseinszustand nachdenken wollte. Und es kam mir so vor, als wäre die Lösung auf einmal völlig klar. Ich weiß doch, die Lösung, das ist ja eine Mindset-Änderung einfach nur. Aber dazu später mehr. Ich bin dann aufgestanden, habe so die Welt um mich herum wahrgenommen und es kam mir so vor, als wäre ich voll in einem Traum. Also wie Jascha so seelenruhig da saß und vor sich hingemalt hat, das kam mir so unwirklich vor. Und dann habe ich plötzlich ein unangenehmes Gefühl in meinem Bauch gespürt. Das muss raus, alles gut. Keine Ahnung, was da auf einmal los war. Ich bekam ein bisschen Angst, dass mein Trip jetzt doch zum Bad Trip wird. Möchtest du vielleicht einen Spaziergang machen? Ja. Mach den am besten allein. Okay. Ich bin also rausgegangen und habe auch hier alles anders wahrgenommen. Also alles war wunderschön und alles hat sich leicht bewegt. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre ich in einem Traum oder so. Meine Sinne sind irgendwie voll geschärft und ich nehme alles viel stärker wahr. Aber wie lassen sich diese ganzen Effekte eigentlich erklären? Also was passiert im Gehirn während eines LSD-Rauschs? Ja, also LSD stimuliert bestimmte Rezeptoren im Gehirn. Neuere Untersuchungen zeigen noch zusätzlich, dass nicht nur bestimmte Hirnareale aktiviert sind, sondern auch, dass deren Interaktion, also die Art und Weise, wie die Hirnareale miteinander zusammenarbeiten, die verändert sich unter der Substanz ziemlich massiv, nämlich dahingehend, dass die Netzwerke, die für bestimmte Aufgaben zuständig sind, weniger Interaktion miteinander haben in sich, während die globale Konnektivität, die die Netzwerke untereinander herstellen, die wird deutlich erhöht. Das bietet aber wiederum die Möglichkeit, dass halt auch Dinge zutage treten können, die vorher nicht präsent waren und die in der Seele quasi des Einzelnen nicht erlebbar waren. Bei mir trat auch was zutage und zwar schon wieder mein Mageninhalt. Ich habe da gar nichts drin. Vielleicht hatte dieses Erbrechen ja mit genau dem zu tun, was mich in meinem Inneren beschäftigte. Vielleicht wollte da einfach was raus. Durch diese Verstärkung der Sinneswahrnehmung, vor allem der inneren Sinneswahrnehmung, können wir unsere Gedanken plötzlich stärker wahrnehmen, könnten wir sagen. Und es kommen plötzlich Gedanken hoch, die wir gar nicht wussten, dass wir sie eigentlich haben. Alles wird verstärkt, also unser Unterbewusstsein auch. Und zusätzlich wird uns ermöglicht, durch diese weniger starre Denkweise, dass wir unsere Gedanken nicht mehr so forsch betrachten, dass wir nicht mehr so sagen, ah ja, dieser Gedanke, nee, den will ich nicht denken. Oder dieser Gedanke, nee, das passt jetzt gerade nicht. Es ist viel neutraler, wir sagen, ah, okay, das ist dieser Gedanke, das ist wohl so. Und das ist natürlich für unsere persönliche Weiterentwicklung super interessant, super wichtig, weil wir dann endlich mal durch diese Blockaden durchkommen können, die uns vielleicht schon lange irgendwie begleiten. Es geht irgendwie ums Fühlen. Nicht so sehr ums Nachdenken. Wovor hast du denn Angst? Ja, ich glaube, meine größte Angst ist, nicht gemocht zu werden. Das tut weh, ja. Man muss ja irgendwie auf mich gucken, vielleicht dann weniger auf die anderen. Aber warum? Ja, weil es ja auch wichtig ist, wie ich mich fühle. Weil wenn ich die ganze Zeit nur gucke, dass es irgendwie den Menschen um mich herum gut geht oder dass alle sich wohlfühlen, dann gucke ich ja zu wenig auf meine eigenen Gefühle. Mir ist da einfach bewusst geworden, dass ich meinen Gefühlen mehr Beachtung schenken sollte. Nach dem Gespräch war die Übelkeit übrigens weg. Also beschloss ich, die Umgebung zu erkunden. Das hat echt richtig Spaß gemacht und ich habe mich auf einmal wieder so ein bisschen gefühlt wie ein Kind. Das sieht auch geil aus, wenn das so zersplittert. Boah, so im Sonnenlicht, voll crazy. Ich will nur niemandem wehtun. Oh, hier oben ist eine Wiese. Oh, wie schön das einfach hier ist. Das ist einfach alles grün. Es hört gar nicht mehr auf. Macht man zu selten, einfach mal in der Wiese liegen. Das ist einfach schön.
Ich war voll in dem Moment, habe an nichts gedacht und einfach nur wahrgenommen. Das warme Sonnenlicht auf meinem Gesicht, den angenehm kühlen Wind, die weiche und natürlich riechende Wiese. Aber ich habe noch nie was Entspannteres erlebt. Das ganze Sonnenlicht weg. Ah. Der Erwachsene filtert ja sehr viel an Wahrnehmung aus, um wirklich die relevanten Sachen für sich rauszubekommen. Und diese Filterung, das ist auch ein wichtiges Element noch der LSD-Wirkung, diese Filterung, die entfällt quasi, mit der wir uns ja viel auch unsere Wahrnehmung wegfiltern, die Unmittelbarkeit unserer Wahrnehmung wegfiltern, das ist dann weg. Und dadurch kommt es auch oft zum Eindruck, dass die Wahrnehmung viel unmittelbarer ist und viel realer ist als in der normalen Wirklichkeit. Das stimmt ja auch, weil durch diese Filterung, immer durch unsere Konzepte und diese Zuordnung, dadurch haken wir ganz viele Sachen ab und nehmen die kaum noch in ihrem Eigengehalt wirklich wahr. Ist ja auch irgendwie geil, so ein Wald. Also du kannst ja voll viel machen und entdecken. Ab wann ist es ein Wald? Ab wie viele Bäume? Ich weiß nicht, ob es da eine Regel gibt, ein Gesetz. Muss es ja Gesetze geben für alles. Gibt's immer. Ja, die Menschen. Der Gedanke kam mir irgendwie super absurd vor, dass Menschen sich für sowas Gesetze überlegen. Hier gibt es so viel wahrzunehmen, einfach, das ist unfassbar. Das ist so krass. Jetzt ist es schon richtig geil, diesen LSD-Effekt zu haben, weil ich das so krass mir nah angucken kann. Das sieht unfassbar aus. Aber was ist denn seine Lebensaufgabe jetzt? Was jeder, eigentlich hat ja jeder so seine kleine Aufgabe im Ganzen. Und guck mal, jetzt fliegt er weg. LSD ist einer der besterforschten psychoaktiven Wirkstoffe. Es gibt einige Studien, die darauf hinweisen, dass Psychedelika wie LSD ein großes medizinisches Potenzial haben, besonders in der Psychotherapie. Aber wie soll da so ein LSD-Rausch helfen? LSD kann deswegen Psychotherapien effektivieren, weil es halt einen erweiterten Zugang zum Innenleben der Person ermöglicht, sodass diese Person viel mehr von sich wahrnehmen kann, viel mehr vielleicht auch von der Umwelt, viel mehr auch von der Interaktion mit dem Therapeuten wahrnehmen kann. Nach meiner klinischen Erfahrung kann man also ein ganz breites Spektrum von neurotischen Erkrankungen, die ja meistens auch bei Depressionen stehen, ja oft neurotische Erkrankungen im Hintergrund. Man kann Angststörungen behandeln, Depressivität behandeln, man kann Persönlichkeitsstörungen beeinflussen bis hin zu Borderline. 80% aller psychischen Störungen machen schon diese Diagnosen aus. Von daher ist es schon ein Mittel, was jetzt nicht nur auf 3% anwendbar ist, sondern eher auf 80% anwendbar wäre. Natürlich nicht muss. Viele Leute können auch von der konventionellen Psychotherapie so gut profitieren, dass man diese Mittel vielleicht gar nicht braucht. Am spannendsten während des Trips fand ich echt diese veränderte Wahrnehmung, also dieses komplett im Moment sein, an nichts anderes denken und einfach wahrnehmen, was ist. Also ich hatte zum Beispiel zwischendurch Lust auf einen Tee und ich sag euch, ich habe noch nie so achtsam einen Tee getrunken. Hab das heiße Wasser auf den Teebeutel geschüttet, hab ganz genau gesehen, wie sich der Tee langsam gelöst und das Wasser verfärbt hat, hab die Wärme gespürt und den Wasserdampf und diesen Geruch und dann habe ich den Tee probiert und geschmeckt. Also das war nur ein Tee, ich habe schon unzählige Male in meinem Leben Tee getrunken, aber ich habe das noch nie so intensiv erlebt. Und so war das im Prinzip mit allem. Wir sind eigentlich so die ganze Zeit in unserem Alltagsbewusstsein sozusagen gefangen. Ne? Wir sind hier so gefangen. Wir können gar nicht anders wahrnehmen als das. Überleg dir mal, manche Menschen, die leben 90 Jahre und haben nur dieses Alltagsbewusstsein. Die haben noch nichts anderes gesehen als dieses Standardding. Wie krass. In einem meiner nächsten Videos probiere ich übrigens noch eine andere Art aus, wie man ganz ohne Substanzen so einen bewusstseinserweiternden Zustand erreichen kann. Wenn ihr das und weitere Reportagen nicht verpassen wollt, dann abonniert unbedingt den Kanal. Wir haben natürlich nicht alles vom Trip gefilmt, weil der echt lang ging und eine Menge passiert ist. Viel Zeit habe ich auch einfach alleine damit verbracht, über mich selber nachzudenken. Also ich glaube, so das meiste und das krasseste bei so einem LSD-Trip findet auf jeden Fall in einem drin statt. Oder ich hatte teilweise echt schöne und auch emotionale Gespräche mit Jascha, bei denen wir auch mal geweint haben. Aber das war gar nicht so schlimm, sondern es hat sich eher gut angefühlt, so die eigenen Gefühle so stark wahrzunehmen. Ganz langsam habe ich dann gemerkt, wie die Wirkung nachlässt. Ich bin jetzt einfach unglaublich erschöpft. Ich habe so viel erlebt heute, so viel wahrgenommen. Das Beeindruckendste ist ja eigentlich, dass das alles in einem drin steckt, ne? Also, das ist ja jetzt nicht irgendwie komplett künstlich, sondern das ist ja die Umwelt.
Die Tage danach habe ich mir erstmal freigenommen, um das Ganze zu verarbeiten. Das sollte man unbedingt tun. Am Tag danach habe ich außerdem noch einen Podcast mit Jascha aufgenommen, in dem wir über den ganzen Trip geredet haben. Wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal bei Jascha vorbei. Wir haben den Tag danach und ich muss sagen, dass ich mich heute ziemlich gut fühle. Also ich bin irgendwie motiviert, habe gute Laune und habe irgendwie das Gefühl, dass das LSD noch so ein bisschen nachwirkt. Das war bei anderen Drogen ja nicht so. Mit LSD kann man echt unbeschreibliche, bewusstseinserweiternde Erfahrungen machen. Und im richtigen Set und Setting, mit einer Person, die sich gut auskennt, hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, mit der Substanz einen ganz anderen Zugang zu sich selbst zu bekommen. So wie das bei mir auch passiert ist. Also für mich war das echt eine sehr eindrückliche Erfahrung. Gerade deswegen kann LSD auch gut therapeutisch genutzt werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in Zukunft noch weiter zunehmen wird. Man muss aber auch sagen, dass man auch sehr schlechte Erfahrungen machen kann. Und wer weiß, vielleicht hätte ich ohne Jascha nach dem Kotzen auch eher einen Bad Trip erlebt. Und ich glaube auch, dass man für LSD eine gewisse geistige Reife braucht. Also mit 18 wäre ich garantiert noch nicht bereit gewesen dafür. Was denkt ihr über LSD? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr weitere Drogenselbstexperimente von mir sehen wollt, klickt einfach hier auf die Playlist. Tschüss!